Jo, servus Freunde, dann sage ich mal willkommen zum neuen Video. Heute gehe ich in der Garage weiter. Die große Lieferung mit den letzten beiden Updates, die ist weg. Die ist hat man von der Spedition abgeholt worden. Man kann es erkennen, die Garage ist wieder leer. Jetzt kümmern wir uns, bevor wir darüber gehen, um die Waldhonige. Die müssen wir dann aber noch, ja, ich sag mal, nicht bearbeiten. Aber wir wollen hier die blauen Klebebänder wegmachen und die braunen. Das sieht einfach nicht schön aus. Das werden wir mit einem durchsichtigen ersetzen. Einmal rund und über Kreuz sehr wahrscheinlich, damit sie ein bisschen besser stehen. Eure Palette haben wir, oder zwei vielmehr, haben wir uns auch schon besorgt. Die zeige ich euch. Sind noch im Bus, die waren wir gerade holen. Also ein paar Ochterweiter gibt es eine Firma, aber ich glaube, da waren wir schon mal. Deswegen gucken wir noch mal rein. So. Da liegen sie. Sie haben mich gefragt, welche wir wollten. Neue oder gebrauchte? Ich habe gebrauchte genommen. Wie gesagt, die reichen, ist eine Tour, die wir mitmachen. Dann fragt er mich nach erster oder zweiter Wahl. Da haben wir uns dann für die zweite entschieden. Und da bekommt man dann hier sowas. Die untere habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, die ist deutlich besser. Ich denke, sie wird für die eine Runde reichen. Ja. Was schätzt ihr denn, habe ich dafür bezahlt für die zwei Stück? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Jo, ich muss ganz schön sagen, Kinder, kam ein Auto. Ich stehe hier auf der Straße. Ja, dann tragen wir mal eine rüber und fangen an damit. Mein Schwatter hat hier noch zu. Hält die nicht die Runde? Nee, ich habe schon Du hast die noch ab? Ja, natürlich läuft die. Also dann legen sie ziemlich hinten hin, ne? Ja. Damit wir vorne noch Platz haben. So, wie ihr sehen könnt, die blauen, nein, die blauen sind ab. Dann haben wir hier unseren Aufkleber drauf, was man halt so braucht. Und dann machen wir jetzt noch einmal Klebeband drumherum. Den wir immer machen hier. Rein, damit der Deckel ein bisschen besser hält. Sollen wir noch einen quer machen als Kreuz? Ja, wie ihr wollt. So, und noch einmal. Ah, die halten aber nicht schwer gut. Und noch einen drum. So, hier oben drüber. Das müssten wir mal halten. So stellen wir es jetzt hier auf die Palette drauf. Und das Ergebnis zeigen wir euch dann gleich. Jo, so, die erste Palette ist jetzt mal drauf. Da sind 17, nein, 16, 17 Eimer sind da jetzt drauf. So eine müssen wir noch mal bauen, aber dafür müssen wir erstmal noch die zweite Palette holen. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, wir sind einmal rundherum zugeklebt. Wir werden dann wieder hier in die Mitte, wie bei den anderen, so eine kleine Einwegpalette draufsetzen, damit es insgesamt ein bisschen besser hält. Jo, so, die zweite Palette ist auch aufeinandergestellt, beschildert. Dann gehen wir jetzt oben nochmal mit dem Lappen drüber, damit die vernünftig aussehen. Dann kommt die Wickelfolie drumherum. Ich weiß gar nicht, wo ist sie denn? Ich glaube hier dahinter. So, da die. Oh, so viel ist nicht mehr drauf, dann ist sie eh alle. Ja, wie gesagt, das machen wir gleich noch. Ob wir jetzt noch ausliefern fahren, weiß ich gar nicht. Das sehen wir aber gleich, wenn ich euch wieder dazu holen sollte. Dann noch ausliefern. Also ist ein bisschen dunkel. Ist nicht allzu viel, sind 6 Kartons. Die habe ich hier im Regal sitzen. Ja, jetzt komme ich nicht weiter weg. Ich gehe mal hier so rüber. Da könnt ihr mal drauf gucken. Da so in dem Regal sitzen die drin. Die Kartons sind immer beschriftet hier mit MHD und die Sorte. Da kann ich immer von außen direkt sehen, wo das MHD ist für die Rückverfolgbarkeit, weil das hier ein Geschäftskunde ist.
wenn der Karton nicht ganz voll war, schreiben wir immer hier drauf MHD gemischt. Da muss man halt nochmal reingucken und die Daten von der Hand aufschreiben, beziehungsweise nochmal drüber schauen. Ja, so sitzen die jetzt hier drin. Da suche ich mir jetzt die passenden 6 Kartons raus und dann geht es noch zum Ausliefern. Bis gleich. Jo, Hund ist zusammengestellt. Ich stehe da jetzt der Reihe nach hoch, 6 Kartons. Den oberen müssen wir uns noch angucken. Da ist verschiedenes MHD drin. Deswegen muss ich doch in die Hand nehmen. Müssen wir so der Reihe nach aufschreiben. Ist immer hinten drauf. Da mache ich aber jetzt gerade ohne euch. So sieht es dann aus. Einfach kurz mit der Hand notiert, damit ich gleich beim Lieferschein schreiben sehen kann. Das machen wir jetzt und dann laden wir und dann geht er doch nochmal los. Jo, doch noch entschieden auszuliefern. Ohne Schicke bereit. Dann drauf gucken. Da ist er. Der muss jetzt ins Auto, das machen wir. Und dann geht es auch schon Richtung, keine Ahnung, rein rüber. Ich habe ihn auch gerade vergessen. Bis später. So, verstaut ist alles. Da ist er drin. Auto zu. Jetzt habe ich gerade noch mit dem Handy geguckt wegen der Route. Wir sehen, dass sie die Straße gesperrt haben, wo wir lang müssen. Das sind jetzt, lass mich nicht lügen, bestimmt 20 Kilometer Umweg. Da sind wir wieder dasselbe. Das ist zum, naja, egal. Wir fahren jetzt los. So, Auslieferung ist geschafft. Jetzt geht es wieder Richtung Heimat. Ist auch richtig was los hier rum. So, dann schauen wir mal. So, zurück. Alles ausgeliefert. Dann machen wir jetzt Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen und ein Abo da. Keine Frage. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht es besser. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend.